Das Duell der Aufsteiger Preußen Münster empfing den SSV Ulm. Und das bei wildem Wetter, Kälte, Regen und viel Wind in Münster. Und die Preußen kamen besser rein ins Spiel. Zum Beispiel über Standards. Einwurf, Lorenz, der Experte, der Kapitän. Bazzoli holt den Kopfball Pfosten und Krodowski ist da und schlägt zu in der 11. Minute. Und rein in den Matsch hatte der einen Spaß. Führungstor für die Preußen, weil der Neuner, der Offensivmann, handlungsschnell reagierte, geistig und physisch. Er erkannte einfach ruckzuck, da ist meine Chance und er nutzte sie und machte ihn rein. 1:0 für Preußen Münster und auch Trainer Hildmann happy. Er hatte Krodowski neu in die Startelf gebracht. Klare Vorteile für die Münsteraner in der Anfangsphase. Krodowski allein gegen drei, aber er setzt sich dadurch. Der war voll gepumpt mit Wille und dann zog er ab. Klatsch drin, 2:0. 23. Minute, Krodowski nicht zu bändigen, nicht zu halten. Explosiv in seinem Element. Da allein gegen drei mit dem Kopf durch die Wand und die Ulmer viel zu passiv. Sie bekamen ihn nicht gehalten. Ganz stark dieser Krodowski. Zwei Saisontore bis zu diesem Spiel. Nun zwei weitere dazu. Und die Ulmer, der so starke Überraschungsaufsteiger, bislang hier ohne Mumm und harmlos. Cienza mit der ersten Chance, aber der Ball kam nicht mal aufs Tor. Die bessere Mannschaft blieb Preußen Münster. Nicht unendlich viele Offensivszenen, aber wenn, dann ging es richtig los. Wie hier, Badmatz. Diesmal mal ohne Krodowski und Badmatz vergab in der 33. Minute. Es blieb zur Pause beim 2:0 für Preußen Münster, weil Badmatz, der 7 Saisontore erzielt hat, hier nicht vollstrecken konnte. Ulms Trainer Thomas Wörle, es brauchte Impulse für die zweite Halbzeit. Die kamen aber nicht. Stattdessen Münster, Ecke, Lorenz. Fehler, oh, Tage lässt den Ball fallen und dann stupst er den Krodowski und Schiedsrichter Jürgensen gab Elfmeter. Es war höchst schmeichelhaft, es war ein leichter Kontakt, aber es war ein Kontakt, den Krodowski annahm. Zwei Tore hat er geschossen und hier holt er den Elfer für Preußen Münster. Lorenz, der Standardchef, übernimmt und der Kapitän verwandelt mit Glück. Oh, Tage rutschte der Ball da ein bisschen durch, aber Fakt in der 54. Minute, das 3:0 für Preußen Münster. Ja, und der Hildmann, der war zufrieden. Aber man weiß ja, 3:0, es ist noch Zeit auf der Uhr, entschieden ist noch nichts. Gut gegrätscht hier zunächst, aber dann Terhorst gegen Cienza. Und auch hier entschied Luca Jürgensen auf Elfmeter. Zeitlupe belegt nicht, ob da wirklich ein Kontakt war. Vielleicht ein leichter. Auch das ein schmeichelhafter Elfer. Nicolas Jan übernahm und verwandelte. Das war tatsächlich Ulms erster Schuss aufs Tor. Und der war drin. Johannes Schenk im Tor bei den Münsteranern. Für Schulze Niehus weiterhin. Der hatte gar keinen Ballkontakt. Die Ulmer jetzt ein bisschen besser drin im Spiel. Sie hatten ja noch Zeit. Geht da noch was? Und ob da noch was geht? 3:2, Anschlusstor. Tobias Rühle jubelte nur ganz dezent. Der Ex-Münsteraner, eben eingewechselt. Er hat 3 Jahre für Preußen Münster gespielt. Er verkürzt in der 74. Minute, bringt den Ball da irgendwie über die Linie zum 3:2. Was passiert hier noch? Kommt Ulm noch mal zurück? Nö, die verschlampten den Ball am eigenen Strafraum. Das ist der eingewechselte Deters und nix und auf die Latte in der 90. Minute. Es blieb ein Krimi, weil Deters es hier nicht entscheiden konnte. Weiter 3:2. Jetzt vielleicht die Ulmer. Nein, wieder die Gastgeber mit Obeyapa. 90+4. Aber auch er traf nicht. Aber es blieb am Ende beim 3:2. Schluss. Sascha Hildmann durfte jubeln. Münster gewinnt hochverdient und jetzt spricht der Man of the Match. Natürlich jetzt zum Schluss wurde es noch mal ein bisschen hektisch und nach dem 3:2 natürlich dachte man, oh scheiße, ey, weil ich denke, wir haben das Spiel dominiert, haben die Tore dann auch gemacht und ja, aber zum Schluss jetzt die 3 Punkte ist einfach gerade ein geiles Gefühl. Es war bitter für uns, weil ja, wir zu Beginn nicht ganz so da waren, wenn es darum geht, auf dem Platz, auf dem Geläuf hier in diesem Stadion
bei den Gegebenheiten einfach auch Zweikämpfe zu führen. Da haben wir das Nachsehen gehabt und sind dann spät aufgewacht, aber sind aufgewacht und haben dann eine gute Reaktion gezeigt. Ulm verliert das Duell der Aufsteiger Preußen-Münster, holt nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder einen wichtigen Sieg und steht damit entspannt im Mittelfeld der Tabelle. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.